Wir werden häufig gefragt, warum Afrika? Nicht nur, warum Unternehmertum in Afrika, sondern warum berichten wir aus Afrika? Und ich glaube, Teil der Antwort ist genau diese Frage. Wir gucken uns das genau an, was in der deutschen Öffentlichkeit immer noch so sehr unterbelichtet ist. Ich finde es so beeindruckend, dass Afrika immer noch als Thema für Experten gilt, in Deutschland häufig. Weil das unser Nachbarkontinent ist. Die Leute sitzen direkt nebenan. Das heißt, was in Afrika passiert, geht uns etwas an. Und was sich dort entwickelt, wird Auswirkungen auf uns haben. Ich bin Sophia Bogner. Ich bin Paul Herzberg. Ich habe meine Journalistenausbildung mit Sophia zusammen an der DJS gemacht. Und ziemlich seitdem berichten wir auch gemeinsam frei aus Afrika. Wir waren für die Recherche in 12 Ländern, in 6 Klimazonen, in 4 Zeitzonen und sind insgesamt über 40.000 Kilometer gereist. Was auch überraschend ist für viele, ist sicher, gerade weil wir so ein klischeehaftes Bild von Afrika im Kopf haben, eine absolute Selbstverständlichkeit, nämlich, dass der Kontinent im 21. Jahrhundert angekommen ist. Afrika ist auch ein Ort, an dem man in Westafrika fantastisch Sushi essen kann, wo Leute mit der Mobile Money App teilweise ihre Zwiebeln am Straßenrand zahlen, wo in Äthiopien lauter neue Bürotürme entstehen und eine S-Bahn gebaut wird, die so elektrisch auf Hochgleisen über die Stadt saust. Ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn man mit Leuten spricht, dass viele denken, Afrika ist so ein sehr, und zwar Afrika insgesamt, ist so ein sehr, ich sage jetzt mal überspitzt, rechtloser Ort. Das ist nicht der Fall. In den meisten afrikanischen Ländern, obwohl es sehr viel Korruption gibt, sind die Regeln, werden eingehalten und es gibt wahnsinnig viel Bürokratie. Und gerade für Unternehmer ist das immer wieder, glaube ich, interessant zu sehen und eine Überraschung, wie viele bürokratische Hürden es in Afrika gibt. Dadurch, dass der Markt am Anfang steht und vieles am Anfang steht, gibt es vieles nicht. Das gehört ja auch zum Afrika-Narrativ so ein bisschen dazu, zu den Vorurteilen, die man hat. Und das ist häufig wahr und das ist natürlich häufig auch eine Katastrophe. Andererseits bietet natürlich jetzt, wo das Geld da ist und der unternehmerische Wille und eine Stabilität abseits zum Beispiel der vielen, vielen Bürgerkriege der 90er Jahre, bietet das die Möglichkeit, Sachen von Anfang an richtig zu machen. Und es gibt wahnsinnig viele clevere, schlaue Unternehmer und Unternehmerinnen, die genau sich darauf setzen und sagen, okay, hier gibt es noch nichts und jetzt können wir wirklich von null was aufbauen. Und sobald dann unternehmerische Lösungen für alle möglichen Probleme und Fehlstellungen gefunden werden, sind die auch über die Länder und über den Kontinent hinaus anwendbar. Deswegen könnte es durchaus sein, dass wir aus Afrika eine ganze Menge unternehmerische Lösungen serviert bekommen für Probleme, die weit über den Kontinent hinaus von Bedeutung sind. Also es gibt der afrikanische Traum, wenn es ihn dann gibt, ist auf jeden Fall ein Unternehmertraum. Natürlich ist es so, dass wo es viel Mangel gibt, gibt es auch viel Bedarf, den Mangel zu beseitigen. Wo es große Probleme gibt, gibt es auch viel Nachfrage nach Lösungen. Wahr ist natürlich aber auch, wo es große Probleme gibt, gibt es erstmal große Probleme. Es gibt Armut, es gibt Korruption. Aber wir sollten darüber nicht hinwegsehen, aber durchaus lernen, darüber hinauszuschauen. Denn es gibt auch wahnsinnig viel Entwicklung. Ich glaube, Afrika ist vor allem eine Riesenchance. Also für sich selbst, für alle Afrikaner und Afrikanerinnen, aber natürlich auch für uns als potenzielle Partner. Was da entstehen könnte, ist tatsächlich der Markt der Zukunft.